diese Idee, mal hierher zu kommen, eigentlich nur möglich war, um es mit dem Zug zu machen. Macht man es mit dem Bus, braucht man ja nun sehr viel länger und es ist sehr viel unkomfortabler. Und so wird man wunderschön durch die Gegend geschaukelt und von oben bis unten, ich sage immer doppelt und dreifach gepampert. Also so umsorgt und gehegt und gepflegt, das ist einfach ja, sehr schön. Ein sehr sorgloses Mitreisen. Buchara, wunderschön eben. Wir hatten ja auch dieses Hotel, das mittendrin lag und wir mussten durch den Bazar und in das Fußgängerparadies. War natürlich eine traumhafte Sache, mitten reinzugehen, eben da auch wieder in Land und Leute und das Bazargeschehen zu sehen und zwischen diesen wunderschön ausgestalteten Medressen und Moscheen zu leben. Wir haben ja die Ausflüge auch über Land gemacht und als alter Kamai-Leser habe ich gedacht, jetzt fährst du durchs wilde Kurdistan. Ich weiß zwar auch, dass das nicht diese Gegend hier ist, aber so muss es aussehen. Mit dem Bus da durch diese ungeebneten Wege zu schaukeln und wirklich reinzufahren in das wilde Land, das war sehr schön. Und dann die Ortschaften so sehen, dann haben wir ja auch eine Hofanlage besucht, Schule besucht, dann waren wir ja auch Gast bei einer Familie, da wurde eben aufgetischt, da wurde gesungen, da wurde getanzt für uns. Und generell muss ich dann auch noch hinzufügen, gerade in Usbekistan, ja, wird das einfach gemacht, es wird gezeigt, es wird dargestellt, es wird nicht aufgedrängt, aber es wird der Stolz des kulturellen Erbes des Landes gezeigt. Und das ist einfach das, was man sehen möchte, was man gar nicht abfragen muss. Nein, voller Selbstbewusstsein und Stolz wird es dargebracht. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung.